Hallo liebe Fans von All for Hunters, wir sind auf der Jagd und Hund 2024 in Dortmund unterwegs, am Stand von Rascher, Bekleidungshersteller, den ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo, wenn ihr für Jagdkleidung interessiert, gesehen habt. Und wir haben hier neben uns stehen den Max Feldhaus, einen der Chefs von Rascher. Und der führt uns jetzt mal über den Stand und sagt uns dann, was ganz besonders in diesem Jahr hier nachgefragt wird. Sehr gerne. Dann gehen wir einmal hier rüber, Fangen hier vorne an. Ja, wir folgen hier. Was dieses Jahr sehr gut läuft, sind Westen. Wir haben hier unseren absoluten Topseller, Steppweste. 100% Schurwoll-Obermaterial, wirklich ganz feine Stöffchen. Ist mit 70 Gramm Tinselate außen wattiert und versteppt. Schöne 3D-Steppung, kommt richtig gut raus und innen dann eben auch nochmal 70 Gramm Tinselate rein versteppt. Wunderbar warm, geht jetzt gerade Übergangszeit, super. Oder halt eben auch im Winter, wenn es richtig kalt ist, als Mid-Layer unter einer dicken Winterjacke. Ja, was muss man dafür investieren für so eine Weste? Die liegt im UVP bei 2,49. Genau, ich sage immer, ist der Europapreis. Also wir entwickeln alles in Deutschland, wir lassen das Modell ist jetzt in Polen produziert, also wir versuchen wirklich alles so nah wie möglich bei uns machen zu lassen und zu machen. Also auf jeden Fall mal nicht made in Asia, sondern made in Europe. Genau. Und ja. Das ist das, wofür wir stehen wollen. Unser Slogan ist ja entwickelt in Deutschland, hergestellt in Europa. Okay. Da legen wir großen Wert drauf. Prima. Ansonsten, ich sag mal, bekannt durch Presse und Medien, unsere orange Signallodenjacke, reine Schurwolle mit einem wasserabweisenden Finish, wunderbar warm, komplett lautlos. Was wir gemacht haben, ist, dass wir oben unter den braunen Schultersattel haben wir eine Membran eingelegt, dass wenn es wirklich mal richtig runterhaut, dass man da wirklich trocken bleibt, verlässlich. Ist da auch mit dem Steppfutter versehen? Ganz genau, schönes gleitendes Futter, dass man beweglich ist, dass es sich ein bisschen bewegen kann auf den Schichten unten drunter. Und wie man hier hört oder besser nicht hört, absolut geräuschlos, wenn man unterwegs ist, so wie ich das sehe. Und bei Rascher raschelt nichts. Bei Rascher raschelt nichts, ist gut. Genau. Okay. Ja. Nö, ansonsten, kleines Trendthema sind die Kappen. Ja, ganz witzig, kommt richtig gut an. Haben wir wirklich eine große Vielzahl an Farben, an Karos. Geht richtig gut. Passt auf jeden Kopf. Wirklich ein richtig schönes Accessoire. Genau. Schön. Habt ihr sonst noch was hier, was wir unbedingt sehen sollen? Ja, gerne. Also wir haben hier noch ein ganz neues Produkt jetzt gerade diesen Herbst-Winter gelauncht. Hier unsere Lodenweste, die ist dann eben unwattiert. Wirklich ein ganz robustes 100% Wollmaterial. Sehr weich vom Griff her, fühlt sich fast eher an wie Vlies. Ne? Kommt richtig gut. Wenn man die geht von Frühling bis Winter, ist die richtig toll. Also das ist was für den traditionellen Jäger, die Lederin, die auf Loden steht und immer noch weiß, dass das Loden warm hält. Genau. Und auch zumindest mal eine ganze Zeit lang wasserdicht. Richtig, genau. Loden speichert erstmal ganz viel Wasser, also ein Drittel seines Gewichts, ist so die Daumenregel. Es dauert wirklich, bis man da ein Nässegefühl hat, dauert extrem lang. Also da, ist ein schönes Naturmaterial einfach. Macht richtig Spaß. Schön, Max. Vielen Dank, dass wir uns hier bei dir am Stand umsehen durften. Tipptopp. Dankeschön. Dann euch eine gute Messe noch. Ciao. Also, wenn euch unser Rundgang hier gefallen hat, lasst ein Like da oder schreibt das in die Kommentare. Und vergesst bitte nicht, abonniert den Kanal, dann bleibt ihr auf dem Laufenden.